Let's play some games, weil Zocken geil ist. Hallo Leute, hier ist wieder der Transporter mit einem Gast-Let's Play auf Let's Play Some Games. Und ich bin immer noch mitten dabei, nicht zu verhungern. Wir spielen immer noch Don't Starve. Ja, und ich begebe mich hier jetzt auf die Reise. Denn das, was wir hier bisher gemacht haben, das kann ja nicht alles sein. Axt kaputt, das ist natürlich ungünstig. Also, bisschen Bäume fällen, irgendwie bisschen Bären grillen und Frösche hauen, das kann ja nicht alles gewesen sein. Also schauen wir mal, was wir hier noch so finden können. Ich glaube, ich werde es mal todesmutig mit ein paar Spinnen aufnehmen. Da kommt auch schon eine raus. Na komm her, du. Ja komm. Hier bin ich. Komm, komm, komm. Komm, Spinnchen. Oh. Eine habe ich. Aua. Hit and Run funktioniert da anscheinend ganz gut. Was auch immer Spider Gland ist. Ich nehme das mal mit. Aber ich will eigentlich diese Seide hier haben. Und dafür schmeiße ich auch dieses... Oh, damit kann ich mich heilen. Cool. Die will ich doch haben. Spider Gland. Okay. Dann heile ich mich damit erstmal fertig. Und ich will eigentlich diese Seide haben. Komm her. Oh, da muss ich aber lange drauf hacken. Ah. Seide, Seide, Seide. Das ist gut. Weil ich glaube, damit kann man irgendwas bauen, um Vögel zu fangen. Ich bin mir nicht sicher. Aber es muss noch mehr geben auf diesen wunderschönen Inseln, wie es scheint, weil es ist hier ja eindeutig getrennt. Darum begeben wir uns mal hier. Er kann natürlich wieder nicht mehr tragen. Wir sollten vielleicht erstmal ein Feuer machen. Machen wir doch erstmal ein Feuer. Bauen. So. Und dann kochen wir uns hier mal was und futtern das gleich weg. Kochen. Essen. Kochen und essen. Dann ist der Magen auch wieder voll. Und wir können mal gucken, was man aus diesen grünen Pilzen machen kann. Ob es einem dann vielleicht schlecht geht, wenn man die isst oder sowas. Guck. Koch das mal und dann guckt Green Cap. Nee, die sind super. Die nehmen wir alle mit. Das ist eine Menge Vorrat. Damit können wir dann ein bisschen auf Reisen gehen, ohne dass wir gleich verhungern. Das ist klasse. Ah, da oben sehe ich Gräber. Das finde ich nicht so toll. Mal gucken. Jetzt haben wir hier erstmal die ganzen Pilze eingesammelt. Und die kochen wir jetzt erstmal alle. Nein, ah, das war doof. Kochen wollte ich die. Wenn wir die alle gekocht haben, dann schauen wir mal weiter. Artet ja an Farmen aus hier. So, erstmal schnell das Feuer wieder befüllen, weil man will ja hier nicht unbedingt gefressen werden. Gekochte Froschbeine essen wir auch. Nehmen wir alles mit. Erstmal alle Pilze abkochen hier. So, noch ein bisschen Feuer wieder voll machen. Das sieht doch gut aus. Und dann kann man anscheinend diese Pinecones, also die Tannenzapfen, dazu verwenden, um neue Bäume zu pflanzen. Das versuchen wir gleich einfach mal. Nein, nicht fallen lassen. Da. Oh. Der ist gleich erstmal in Flammen aufgegangen. Das war natürlich nicht so schlau. Hey, der hat doch
Ashes, okay. Wofür man die auch immer brauchen kann. Das war natürlich... Da nehmen wir ein bisschen mehr von mit, weil wer weiß, was man damit anstellen kann. Und die fangen jetzt nicht gerade fröhlich an zu brennen hier. Okay. Lassen wir sie stehen. Und dann gucken wir mal, was wir hier so finden. Oh. Gräber. Und ein Goldnugget. Cool, den nehmen wir. Okay, es gibt alles mögliche Gute in den Gräbern. Also bräuchten wir eine Schaufel. Die haben wir aber noch nicht. Gucken wir mal weiter. Ey, cool. Da gibt es Felsen. Und die sehen so aus, als hätten sie eine Goldader mit drin. Habe ich nicht schon eine Pickaxe gebaut? Nein. Also bauen wir jetzt eine Pickaxe. Oder man baut halt noch eine Axt, wenn man... Nein. Da ist sie. Equip. Ja, dann hauen wir noch mal ein bisschen die Felsen klein hier. Ich kann hier nichts mehr aufheben. Aber warum denn nicht? Den Goldnagel wirst du davon mitnehmen können. Okay, ich kann keine Rocks mehr mitnehmen. Dann essen wir schnell die zwei Pilze hier. Hoffentlich kann man noch irgendwie einen Rucksack oder sowas bauen. Oh, es hat geklingelt. Was können wir denn jetzt bauen? Eine Science Machine. Hatte ich schon eine Science Machine gebaut? Was sagt denn meine Karte? Ich sehe hier nirgendwo eine. Ja, dann bauen wir eine Science Machine. Bums. So, und was erlaubt uns die Science Machine zu bauen? Opulent Pickaxe. Move plants around. Ein Hammer. Eine Pitchfork. Okay. Und ein Rasiermesser. Ah. Was können wir noch bauen? Ein Rucksack. Yay, wir können einen Rucksack bauen. Damit kann ich viel mehr tragen. Das ist wirklich cool. Und was gibt's hier noch? Eine Fishing Rod. Dann kann man Bugs fangen. Ein Zelt. Warum hat der Typ eigentlich schon wieder so viel Kohldampf? Das ist ja unnormal. Hier, Kollege, isst erstmal ein paar Karotten. So. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch so bauen können. Hier vorne ist noch irgendwie was. Backpack. Aha. Viele interessante Sachen, die man so basteln kann. Aber irgendwie noch nicht so das dabei. Und wir können eine Heuwand bauen und Chests und... Oh Gott, es gibt ja tausend Sachen hier, die man bauen kann. Na gut, bauen wir erstmal ein paar Seile. Oder ein Seil. Und... Like logs, but flatter. Die Bretter können wir auch bauen. So, und jetzt können wir mit denen... Catch Bugs. Aber wir wollen keine Bugs fangen, wir wollen Vögel fangen. Bird Trap. Da fehlt mir noch was für, okay. Ah, das ist ja ganz schön umfangreich. Hier hätte ich nicht gedacht. Wir bauen einfach mal eine Pitchfork. Weil das heißt ja, damit kann man Boden hin und her bewegen. Und naja, dann versuchen wir das doch mal.
Forest Turf, okay. Nee, das war wohl nicht das Richtige. Naja, Zeit für ein Feuerchen. Oh-oh. Wir haben nicht genug Holz für ein Feuer. Gut, dass hier Bäume sind. Wo ist meine Axt hin? Da ist meine Axt hin. Schnell noch ein paar Bäume fällen. Das geht sonst schief hier. Es klingelt auf jeden Fall hier wieder ohne Ende. Mann, aber die Haltbarkeit von den Dingern, die geht ja mit jedem Schlag runter. Das ist ja unglaublich. So. Ich würde sagen, wir machen das Feuer hier in der Nähe. Weil dann kann ich nämlich weiter Bäume fällen und vielleicht noch den Stein da abernten. So, jetzt wird es aber auch Zeit hier. Feuerchen. Kampffeuer. Ab hierhin das Ding. So, und dann nehmen wir den Stein hier gleich noch mit. Weil dieses Gold scheint man ja für allen möglichen Kram zu brauchen. Klingeling, Klingeling, es klingelt die ganze Zeit hier. So, meine Axt ist auch schon wieder hin. Tack, 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 kaputt. Oh, da hat eine neue Axt. So, jetzt wird es richtig dunkel. Also schnell ein bisschen Brennstoff nachlegen. Ich will hier nicht unbedingt gefressen werden. Ich will erstmal schauen, was die ganzen Rezepte hier alle bedeuten, weil ich finde es ziemlich interessant, was hier alles so machbar ist. So, Gras ist fast alle. Klingt ja wie eine Studentenbude. Hey, das Gras ist alle. Hunger habe ich auch. Aber der macht, die Pilze, die heilen und machen geistige Gesundheit. Das heißt, satt werde ich davon nicht. Also mal schnell meine Möhren aufessen und vielleicht kann ich mir noch ein paar Kerne toasten hier. Ja, das sollte reichen. Damit bin ich erstmal satt. So, und dann könnten wir hier noch ein paar Bäume aufstellen. Vielleicht wachsen die ja, dass ich sie später mal fällen kann. Oh, oh, mein Feuer geht gleich aus. So, das sollte erstmal halten. Na komm, Nacht zu Ende. Jawohl. Damit sind wir am vierten Tag. Und ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Aber an dieser Stelle verabschiede ich mich erstmal von euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Don't Starve mit Transporter.